Ja, Heidi Ho, guten Morgen, guten Abend, zum Club 2 seid ihr eingeladen. ja, was wir auch haben. Es geht einfach mal darum, dass ich hier auch noch im Club 2 erweitere. Es gibt eben viele Probleme. Es gibt hier auch viel Scheiße, die durch Amerika rüberschwappt. Ich sage nur mal Psychiatrie, ne? Ich kann mich noch gut zum Beispiel an meine Jugend erinnern, wo es noch um Freiheit ging, wo es auch noch um Ehre ging und um Soziales ging. Wo nicht an jeder Straßenecke eine psychiatrische Einrichtung stand, weil Menschen nicht mehr klarkommen. Ihr, und das sage ich auch nochmal ganz klar, ihr baut hier ganz klar rechte Scheiße aus, ihr baut hier ganz klar asoziale Scheiße aus. Und genau das macht mich und auch andere Menschen kaputt. Ja. Und deswegen sind wir nicht alle psychisch krank, nur weil wir anders sind. Ja, so wie Klaus Mülle oder eben auch gewisse Lehrer und Politiker, Ärzte auch unter anderem es erklären. Ja, ich meine, es wird auch mir erklärt, dass ich angeblich paranoid schizophren bin. Da kann ich nur sagen, warum? Ja? Mit welchem Recht? Ja, wo ist das eine Grundlage gegeben, dass ich paranoid schizophren wäre? Ich bilde mir nicht irgendwas ein. Ich höre keine Stimmen, ich sehe keine Bilder. Ich habe auch keinen Größenwahn oder sehe mich als was Übernatürliches oder irgendein Bullshit, ja, den irgendwelche Ärzte hier, die sich über das deutsche Gesetz stellen, äußern und Menschen verurteilen wie mich eben, indem sie irgendwelche falschen Diagnosen abgeben. Ja. Ich kann mal ganz klar sagen, hier in Deutschland geht viel kaputt, es gehen viele Menschen kaputt. Jugend wird immer kriminalisierter, sie wird auch immer aggressiver. Eben, das merkt man auch schon an ihrer Musikrichtung, ja. Es fehlt total an soziale Bildung. Und das sage ich seit meiner Jugend, das sage ich seitdem ich klein bin, seitdem ich schon im Kindergarten war, ja. Das können auch Leute nicht verstehen, das ist mir egal. Ich habe es auch in der Schule ausgelebt, ich war kein Außenseiter, ja. Ich war nicht ausgeschlossen, sondern ich war ein Einzelgänger. Ja, und habe mich nicht mit jedem sympathisiert oder mit jedem eingelassen. Es kam auch im Schulverlauf bei mir zu heftigen Ausschreitungen, eben weil ein Lehrer mich verhetzt hat, ein gewisser Martin Lütchen, ja, der Scheiße über mich geredet hat, dass ich eben angeblich rechtsradikal wäre, ja, und drogenabhängig und sonst ein Scheiß. Wonach mich die halbe Schule wirklich mit Gewalt verhetzt hat, ja. Ich musste die Schule wechseln. Ich habe allerdings meinen Abschluss und alles nachgeholt, ja. Nur ich habe eben schon in sehr frühen Jahren erfahren, welche Falschheit hier in Deutschland herrscht, welche blinde Verallgemeinerung von Gleichprinzip hier herrscht, ja. Wo man alles versucht anzupassen, blind, ja. Das, was ihr tut mit blinder Anpassung und eurer Gleichsinnigkeit, dass alles gleich wäre, ja, ist rechter Scheiß. Und das könnten Neonazis nicht besser machen. Und ihr seid eine Gefahr. Ihr seid eben auch eine Gefahr für die Jugend und eben durch euren Bullshit und eure Vernachlässigung an sozialer Bildung, ja, entwickelt sich überhaupt eine Generation, eine aggressive und eine gewaltbereite Jugend. Ja. Bringt euch wieder mehr sozial ein, für Soziales, für Menschlichkeit. Ja. Seht auch hin. Ja. Erklärt nicht alles für krank, nur weil es anders ist. Ja. Weil ihr es vielleicht nicht für euch erklären könnt oder weil ihr es nicht versteht. Ja. Genau das ist eben rechte Attitüde. Man versteht etwas nicht, etwas ist anders, es ist gleich krank. Das ist rechts. Das ist rechte, scheiß Nazi, verdummte Kacke. Genauso wie eure dämlichen Parolen, wie ihr seid das Volk und andere hätten keine Rechte. Und. Es ist ein Haufen Müll in der Gesellschaft, in der deutschen, ja. Und redet nicht von irgendwelcher Kultur. Das ist nicht unsere deutsche Kultur. Unsere deutsche Kultur ist nicht asozial und dumm zu sein, ja. Auch nicht aggressiv zu sein oder Dreck zu sein, wie ihr es darstellt, ja. Auch nicht alles für krank zu erklären, nur weil es anders ist. Das ist nicht unsere deutsche Kultur, ja. Lasst den amerikanischen Scheiß und den ganzen anderen Scheiß doch mal hier raus, ja. Kümmert euch darum, dass wirklich Soziales hier reinkommt, wenn hier es hier reinkommt. Ja, ob es nun irgendwelche Sachen sind, die überschwappen, ja, oder eben auch Immigration oder Asylbewerber oder sowas. Sie sollten erstmal ein soziales Verhalten geben können, um hier zu leben. Ja. Das ist unsere Wurzel, das ist Deutschland. Wir sind sozial, ja.
Und das halte ich auch aufrecht. Ja, da könnt ihr auch sagen, ich sei bescheuert oder sonst was. Oder eben auch, interessiert es mich nicht, ob mich 5 User liken oder 2 Milliarden User liken. Ja, ja, das interessiert mich nicht, weil ich weiß, dass diese Gesellschaft scheiße ist und dass diese Gesellschaft lieber sieht, wenn sich ein YouTuber die Haare föhnt, ja, als wirklich über Problematik zu reden und auch zu verstehen, dass es Probleme gibt, ja, hinzusehen, ne? Diese Gesellschaft guckt lieber weg, diese Gesellschaft verschließt lieber die Augen, verschließt lieber den Ohren und ihren Verstand auch, ja. Und aussagen will ich schon mal gar nichts, ja? Außer Müll. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, ich werde weiterhin hier für Soziale stehen. Ja, das hat man damals auch schon in der Schulzeit gemerkt, meine Schulkameraden, eben auch im Kindergarten schon haben, dass die Kids gemerkt. Und allen Sozialen sage ich hier einfach nur nochmal Peace.